So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Special-Video im Schnee. Ja, wir sehen hier einige schöne Cut-1-Artikel, unter anderem die Flare-Coordinates von Leslie, Destruction Flare, die Luftheuler mit Stab, Babyraketen, noch ein paar von denen, ein Mini-Knaller mit grauer Lunte, Meteorin, Flashing Demon und die Rauchbälle von Nico. Ich hoffe, euch gefällt dieses kleine Schnee-Special. Und wir sehen uns dann gleich mit der Zündung jedes einzelnen Artikels wieder. So, dann sehen wir jetzt den Flashing Demon von Leslie. Uiuiui, ich habe schon wieder reingeguckt. Das blendet ja schon wieder super schön im Auge. War geil. Der eine hat schon wieder die Aussetzer. Aber ansonsten, wenn sie funktionieren, sind die echt hammergut. Außer wenn man reinguckt. Da tut das nämlich echt weh. Ja, die kleinen Teile sind auch echt nice. Die Destruction Flares von Leslie Austin Highly Skilled. Drei Stück. Ja, die waren jetzt aber etwas kurz. Destruction Disc von Leslie, auch aus dem Highly Skilled. Sehr geile Kreise mit Bengalflamme in der Mitte. Sehen sich sogar mal recht geil. Blau und rot. Geil. Destruction Flare Fontäne aus dem Highly Skilled. Im Schnee. Sehr geil. Aber auch sehr kurz. Aber dafür ist die Rauchentwicklung echt Hammer bei dem Teil. Und für Cut 1 ist es schon. Der Mini-Knaller und der Meteorit. Ja, das war ein Verpuffer und der Meteorit war echt. Die Screaming Arrows von Leslie. Der Pfeifton ist echt exorbitant geil. Das muss man ja mal so sagen. Der Pfeifton ist echt Hammer. Boah, das klingelt gerade auch richtig im Ohr. Kleine Babyraketen. Mal sehen, ob die überhaupt fliegt. Ja, sehr schön. Und die zweite. Das Schlimme ist, die können eigentlich echt nix. Was diese jetzt exzellent bewiesen hat. Die ist noch nicht mal geflogen. Noch nicht mal einen Meter weit. So, und als nächstes sehen wir die Rauchbälle von Nico. Alle Farben gelb, blau, grün und orange. Wir beginnen mal mit dem gelben. Sehr schön. Auch lange stehend der Rauch. Nicht schlecht. Und der Geruch ist auch wieder wie immer abartig. Als nächstes den blauen Rauchball. Der Rauch ist jetzt nicht so dicht stehend wie bei dem gelben, aber trotzdem sehr geil. Aber die Brenndauer ist hier auch sehr, sehr kurz. Jetzt den grünen. Aua. Der beginnt schon mal echt geil. Aber dafür ist er auch schon wieder sehr, sehr kurz. Und als letztes noch den Orangen. Der leider umgekippt ist, aber
Das sieht auch sehr, sehr geil aus, so. Hammergeil. Und die Spur im Schnee sieht auch super nice aus. Als wenn da irgendwie jemand verblutet wäre oder so. Ja, die Rauchbälle von Nico sind echt geil für die Größe. Und jetzt sehen wir noch die Mini-Five-Raketen aus dem Easy-Pack von Leslie. Sehr geil. Und die hauen auch schon wieder rein im Ohr. Und die fliegen wenigstens noch recht gut. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Schnee-Special gefallen. Und wir sehen uns dann demnächst in weiteren Videos von Silvester oder welchen, die jetzt zwischendurch entstehen, wieder. Bis demnächst, meine lieben Leute. Und lasst ein Like da oder auch ein Abo, wenn euch das gefallen hat.